haben wir halt Robert Habeck, der irgendwie am Ende von so einer Story mal aufklärt, wer denn eigentlich Karl der Nackte ist. Wir müssen uns alle Parteien und alle Politiker noch viel mehr trauen, mutiger sein. Bei uns geht es nicht um Polemik, es geht nicht darum, irgendwie Personen zu beleidigen, sondern es geht immer um die Sache. Neben dem digitalen Wahlkampf ist der analoge Wahlkampf natürlich auch immer noch da. Ein anderes Stichwort wäre Big Organizing. Aha. Hi, ich rede heute mit Anna Schäfer von den Grünen über digitale Wahlkämpfe. Ich möchte wissen, wessen Kommunikation im Netz sie eigentlich besonders gut findet, was die Grünen für das Wahlkampfjahr 2021 planen und auch, wie sie mit provokations- und populistischen Strategien im Netz umgehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Discover Neuland. Hallo, ich bin Anna und ich bin die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampfmanagerin bei Bündnis 90 Die Grünen. Anna, herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich habe mir bei der Vorbereitung auf das Gespräch, ne, Thema Wahlkampf, wir wollen über Wahlkampf reden, ist mir aufgefallen, dass ich zwar von klassischen Wahlkämpfen eine Ahnung, also eine Vorstellung habe, so instinktiv, was das bedeutet, so diese Plakatschlachten, 18 Eintel, Großflächen, kleinere etc. Aber bei digitalen Wahlkämpfen habe ich also maximal so eine schwache Ahnung. Wie funktionieren die? Wahlplakate auf der Straße sind ein Muss und wird es, glaube ich, auch immer geben. Aber im Netz muss man eigentlich was komplett anderes machen. Das heißt, man muss da komplett andere Formate machen und eigentlich muss man aus der Plattform heraus denken. Also auf Instagram zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, Stories zu machen und viel in Dialog zu treten mit der Community. Also muss ich das auch machen. Und vor allen Dingen muss ich das als Partei nicht nur im Wahlkampf machen. Und das, finde ich, ist immer ein großer Fehler. Dann wird geredet über, wir haben so und so viel Millionen Euro Wahlkampfbudget. Und das zählt eigentlich gar nicht, denn ich muss ja vorher schon was aufgebaut haben. Also eigentlich ist das eine kontinuierliche Arbeit. Wir als Partei haben gar nicht so viel Geld, dass wir kontinuierlich wahnsinnig viel Werbung schalten könnten oder so. Aber deswegen ist Wahlkampf eigentlich schon jetzt und immer. Wir kommunizieren ja auch immer dort. Hm. Und das muss man halt aufbauen. Organische Reichweite, finde ich, ist immer noch wertvoller als bezahlte. Tut sich noch viel, glaubst du? Und wo stehen wir im internationalen Vergleich? Man liest ja ab und an, wir sind so ein bisschen bei der digitalen Entwicklung hinten dran. Die, in den USA sind Wahlkämpfe schon viel digitaler, was auch immer dieses Digital dann heißt. Also ich finde im Vergleich mit den USA generell eher schwierig, weil Wahlkampf da ja komplett anders funktioniert und auch finanziell ganz anders ausgestattet ist natürlich. Also die Milliarden, die da in Wahlkampf gesteckt werden, nun ist das Land auch größer natürlich, aber es ist jetzt erstmal nicht vergleichbar. Und was auch immer vergessen wird, noch viel mehr Geld wird auch in den USA übrigens zum Beispiel in TV-Werbung gesteckt. Mhm. Das heißt, neben dem digitalen Wahlkampf ist der analoge Wahlkampf natürlich auch immer noch da und immer noch wichtig. Aber ich würde uns nicht als Entwicklungsland bezeichnen. Und ich möchte auch gar nicht vor allen Dingen diese Ländergeschichte aufmachen. Aha. Ich möchte lieber Accounts angucken, weil es gibt einzelne Parteien und auch Personen, die das sehr gut machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht irgendwie Leute von uns wie Robert oder Annalena oder auch zum Beispiel Aminata Touré, die einen sehr guten Job auf Instagram macht, nenne, gibt es zum Beispiel noch Doro Bär von der CSU, die da super unterwegs ist, oder Lars Klingbeil. Also es gibt ganz viele verschiedene Akteure in Deutschland, die schon sehr weit vorne sind. Und darum würde ich gar nicht das so pauschalisieren und sagen, Deutschland hängt da irgendwie hinterher, sondern ich glaube, wir müssen uns alle Parteien und alle Politiker noch viel mehr trauen und irgendwie mutiger sein und neue Formate einfach ausprobieren. Was machen denn die du genannt hast, die grünen Kolleginnen und Kollegen, was machen die besonders gut? Aminata Touré ist, glaube ich, einfach gut, weil sie erstens ihren Kanal selber macht. Und das sieht man auch. Sie nimmt sich selber auf und sie erklärt in einer sehr verständlichen
Sprache, die nah an der Community ist, was da eigentlich gerade passiert. Also sie bricht Politik halt runter auf ein Level, dass das jeder versteht. Und man kann sich total gut vorstellen, was die den ganzen Tag so macht. Und genau das ist übrigens auch das, was die demokratische Abgeordnete Ocasio-Cortez, heißt sie, genannt AOC. In den USA macht. Genau, in den USA. Die macht das natürlich total gut. Das liegt aber auch in ihrer Natur. Die hat schon ihren ganzen ersten Wahlkampf so gemacht, dass die, glaube ich, hauptsächlich eigentlich zu den Menschen hingegangen ist, an Türen geklopft hat und mit denen gesprochen hat. Einfach mal mit denen gesprochen und nicht irgendwie 1 Million Plakate und Flyer aufgehangen und verteilt, sondern einfach mit den Menschen geredet. Und ich glaube, die war letztens in den Medien dafür, weil die auf Twitch Among Us gespielt hat. Gibt es Kanäle oder Tools, die für, also jetzt Twitch, ja, Games oder sowas, Beispiele, gibt es Kanäle oder auch Tools, die für euch besonders gut funktionieren? Also Kanäle, wir haben ja seit Jahren jetzt eigentlich sogar schon, ja, es sind schon Jahre Instagram. Ich würde sagen, das ist gerade was sehr gut für uns funktioniert, wenn man sich den Parteiaccount anguckt. Mhm. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir tatsächlich, glaube ich, der reichweitenstärkste Parteiaccount in Deutschland. Und da probieren wir auch immer ganz viele neue Sachen aus. Also wir haben jetzt zum Beispiel beim Parteitag zum ersten Mal wirklich mit Reels gearbeitet. Und wir versuchen da auch immer so ein bisschen humorvolle Dinge zu tun, insbesondere in Stories. Und vor allen Dingen auch mit der Community zu arbeiten. Da machen wir ganz viel, hey, stellt eure Fragen, und dann haben wir halt Robert Habeck, der irgendwie am Ende von so einer Story mal aufklärt, wer denn eigentlich Karl der Nackte ist, den er in seiner Parteitagsrede erwähnt hat und wo natürlich in der Community alle, wer ist denn Karl der Nackte? Ich glaube, gerade da bietet Instagram zum Beispiel als im Story-Format eine schöne Sache, weil da kann man viel ausprobieren, und wenn das mal in die Hose gehen sollte, bleibt das ja auch nicht ewig auf dem Account stehen. Das heißt, ich finde das total gut, dass wir da auch die Freiheit haben, übrigens sowas auszuprobieren als Partei. Ist ja auch nicht immer gegeben irgendwie, dass man da irgendwie das Go kriegt. Hm. 2021 wird ja auch wieder ein lustiges und interessantes Jahr, weil eine Bundestagswahl ansteht. Kannst du uns einen Ausblick geben, was wird da anders als in früheren Wahlkämpfen? Also was wir tatsächlich jetzt im digitalen Bereich verändern bzw. endlich Ressourcen für haben, ist Community Management. Ich habe schon darüber gesprochen, wie wichtig ich das finde. Es ist wichtig, mit den Menschen in Dialog zu treten, auch online. Und auch so ein bisschen für, ich sag mal, unter den Postings für eine Atmosphäre zu sorgen, dass die Leute auch Lust haben, und zwar vernünftige Leute, da ihre Fragen drunter zu stellen oder ihre Kommentare einzustellen. Weil ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwie so eine lange Liste an Trollkommentaren lese, habe ich keinen Bock mehr, da auch noch was drunter zu kommentieren, selbst wenn ich was hätte, was irgendwie die Diskussion weiterbringt. Und genau dafür sorgen wir, dass das halt anders wird. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ein anderes Stichwort wäre Big Organizing. Aha. Und das ist übrigens auch was wir, da mache ich eine Ausnahme, da können wir auch tatsächlich gut was aus den USA lernen und mitnehmen. Wir haben es gerade tatsächlich, die vielleicht Luxussituation, dass total viele Leute Bock haben, was für uns oder mit uns zu machen. Vor allen Dingen junge Menschen, aber die natürlich jetzt nicht unbedingt irgendwie direkt bereit sind, einen Vertrag zu unterschreiben irgendwie, also einen Mitgliedsantrag und zu sagen, hey, ich bin jetzt Grünen-Mitglied irgendwie. Und die wollen einfach erstmal nur mitmachen. Was machen wir also mit diesen Leuten? Wie kanalisieren wir irgendwie diese Lust, ja, Sachen zu tun? Und dafür gibt es natürlich digitale Tools. Mhm. In den USA sind sie sehr gut da drin. Bernie Sanders hat mit sowas gearbeitet. Wir arbeiten mit einem Tool, das nennt sich Action Network. Das ist letztendlich ein Newsletter-Tool. Das heißt, Leute tragen sich ein auf Listen, wenn sie Bock haben, irgendwie zu bestimmten Kampagnen bei uns mitzumachen und uns irgendwie ganz platt zu unterstützen, auch im Wahlkampf. Ohne dass sie gleich Parteimitglied werden müssen. Genau, ohne dass sie gleich Parteimitglied werden müssen irgendwie. Das war übrigens bei uns eigentlich schon immer möglich. Man kann schon immer zu Kreisverbänden hingehen und das tun. Aber ich glaube, die Hemmschwelle ist ein bisschen höher. Also diese alten Wahlkämpfe, ne, mit 18, also die es ja immer noch gibt, sagst du ja, mit den Plakaten out of home, die streuen ja sehr. Da läuft jeder dran vorbei, jeder sieht dieselbe Botschaft.
Ich habe auch immer das Gefühl, da verändert sich irgendwie gar nicht so viel so an der Taktik. Also ich kriege immer so Gesicht, Headline, am Sonntag wählen, fertig. Das hat aber den Effekt, dass ja alle dasselbe sehen irgendwo und alle dieselbe Botschaft beurteilen können. Im Netz zersplittert es sehr. Ist das ein Problem, findest du, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das gemeinsame Verständnis verloren geht. Denn wir versuchen das halt zusammenzuziehen, auch über eine Haltung. Ja. Also über, ich mache mal ein Beispiel mit Tonalität. Wir haben das ganz gut gesehen in vergangenen Wahlkämpfen und auch in den USA. Es ist so, dass, ich sage, manche Akteure eher so einen Hang dazu haben, diese zugespitzt emotionale, man kann es auch Polemik nennen, irgendwie zu nutzen im Wahlkampf. Mhm. In den USA hat es sich extrem zugespitzt irgendwie, da würde ich auch fast noch nicht mal mehr vom Wahlkampf, sondern vielleicht vom Wahlkrieg sprechen. Ja, aber man sieht ja, was man davon hat. Die Gesellschaft da drüben ist extrem gespalten. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, wir haben schon vor Jahren gesagt, wir machen das nicht mit. Bei uns geht es nicht um Polemik, es geht nicht darum, irgendwie Personen zu beleidigen oder irgendwas, sondern es geht immer um die Sache und um unsere Ideen und um unsere Werte, für die wir stehen. Und das kommunizieren wir ernsthaft und halt auch nah am Menschen. Also Robert und Annalena machen das zum Beispiel, die gehen ja auch zu Leuten hin, die uns jetzt nicht so toll finden, wahrscheinlich irgendwie. Oder die irgendwie vielleicht nicht so unsere Komfortzone sind. Also unterhalten sich zum Beispiel mit Handwerkern oder so, wo man erstmal denken würde, was machen die Grünen da eigentlich? Aber genau das ist es ja. Das heißt, das würde ich sagen, bringt eher zusammen, irgendwie diese Art an Politik ranzugehen. Dinge zusammenzubringen, Menschen zusammenzuführen und eben nicht so dieses Hau drauf. Ding irgendwie, was, glaube ich, auch um ehrlich zu sein, vielen Menschen mittlerweile auf den Geist geht. Manchmal hat man aber doch den Eindruck, dass diese provozierende Strategie sehr gut funktioniert. Ja? Ganz egal, ob sie jetzt, oder mal davon abgesehen, dass sie möglicherweise zerstörerisch ist und ohne dass ich sie jetzt begrüßen möchte oder gutheißen möchte. Und sie scheint ja auch in Deutschland zum Teil zu funktionieren. Vielleicht liegt es auch strukturell so ein bisschen an den sozialen Medien, in denen provozierende emotionale Beiträge irgendwie einfach mehr Präsenz bekommen. Von daher, wie geht ihr damit um? Also zum einen, ja, ich glaube schon, emotional zugespitzte Beiträge haben eine hohe Reichweite. Finde ich jetzt auch gar nicht so erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie das in der analogen Welt so ist. Das ist übrigens die auflagenstärkste Zeitung, immer noch die Bild-Zeitung. Das kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Die Menschen stehen irgendwie drauf. Und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Wenn man das auf diese Diskussion momentan, politische Werbung zu verbieten, mal runterbricht. Natürlich ist es kritisch, wenn Leute wie Donald Trump, sage ich jetzt mal, oder andere Menschen irgendwie Fake News Werbung schalten. So. Und das ist blöd, wenn das dann im ganzen Netz irgendwie verteilt wird. Und darum kann ich verstehen, dass Twitter zum Beispiel sagt, nee, ist nicht irgendwie. Und Facebook hat ja auch Einschränkungen gehabt vor der US-Wahl und viele Leute finden das gut. Was zum Beispiel dagegen spricht, mit Werbung kann ich natürlich auch als Akteur, der nicht so emotional zugespitzte, von mir aus auch polemische Beiträge irgendwie veröffentlichen möchte, weil es halt einfach nicht mein Stil ist, kann ich natürlich meinen Beiträgen irgendwie Reichweite verleihen. Und das gilt übrigens nicht nur für mich als Partei, denn darunter würden, je nachdem wie streng das ausgelegt wird, ja auch kleine NGOs zum Beispiel fallen. Und wie sollen die zum Beispiel dann ihre Leute erreichen, wenn die nicht irgendwie, ich weiß nicht, den hinterletzten Quatsch auf ihre Bilder irgendwie schreiben wollen? Ja gut, ist ja auch die Frage, wo fängt Politik im Netz eigentlich an? Also wenn ich ein politisches Statement abgebe, was als Privatperson das eine riesen Reichweite bekommt, ist das dann nicht Politik? Ja, es ist letztendlich eine einfache Methode, um nicht zu kontrollieren, ob irgendwas eine Falschmeldung ist. Also in Deutschland jetzt, ja, USA mal außen vor, in Deutschland rechtspopulistische Strömungen oder also rechtspopulistische Beiträge, manchmal mehr und Parteien, also gibt es ja im Bundestag nur eine, mehr Reichweite bekommen und auch unverhältnismäßig viel Reichweite bekommen im sozialen Netz. Woran liegt das? Einerseits muss man schon sagen, ja, die Reichweiten sind hoch und waren zu Beginn, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Parteien noch höher. Das lag ein bisschen wahrscheinlich auch daran, dass die AfD früh ins Netz investiert hat. Ein Grund dafür ist, dass die natürlich auch ein Problem mit Medien hatten.
Also im Netz können die halt ihre eigene Botschaft ungefiltert rausblasen, sage ich mal. Und sind sehr effizient da drin, diese über Gruppen dann auch zu verteilen. Das war was, was die sehr gut organisiert haben, muss man leider so sagen. Es gibt viele Gruppen, die dann dafür sorgen, dass so Inhalte innerhalb der ersten Minute nach dem Posting irgendwie ein paar hundertmal geteilt werden, was die natürlich nach oben pusht. Dazu kommt natürlich auch der Einsatz von Bots. Ja, klar. Und manchmal begeht, glaube ich, auch die liberale Öffentlichkeit im Netz den Fehler, mittlerweile weniger, aber zu Beginn, darauf dann auch noch einzusteigen. Denn ganz ehrlich, wenn die AfD was postet und das in deren Filterblase irgendwie sich verteilt, dann können die das von mir aus machen. Solange es da bleibt, ist das okay. Also immer noch nicht okay. Und wir zeigen sowas übrigens auch an, wenn das irgendwie rechtsverletzend ist oder sowas und wir sowas mitbekommen. Wir würden das jetzt aber niemals irgendwie teilen. Aber dann könnte man doch fast sagen, gemäßigte Stimmen sind im sozialen Netz strukturell unterlegen. Oder? Wenn das so ist? Könnte man so sagen. Ich glaube, damit kann ich leben. Ja, ich würde halt nichts ändern wollen. Ja. Also ich würde nicht nur deswegen dann jetzt sagen, okay, dann müssen wir jetzt auch emotional zuspitzen und irgendwie ein bisschen mehr polemisieren. Nö. Würde ich nicht machen. Und es gibt ja bestimmt, stelle ich mir vor, auch außerhalb der Parteien eine Menge Leute, die sich auf eurer Seite oder vielleicht auch auf der Gegenseite in den politischen Diskurs einmischen. Da gab es doch diesen berühmten Rezo-Moment, nenne ich den jetzt mal. Ja, so im vergangenen Wahlkampf, wo die CDU eben sehr stark kritisiert wurde und sich dann herausgestellt hat, dass das ein Statement war oder eine Einmischung in den Wahlkampf in einer Form, mit der sie gar nicht gerechnet hatten, also mit der die Partei gar nicht gerechnet hatte und so weiter und so fort. Ja. Und sie haben dann ja als Antwort so ein PDF hochgeladen. Aber wie geht ihr mit solchen Influencern? Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Arbeitet ihr mit denen zusammen überhaupt? Also erstmal würde ich nicht von Influencern sprechen. Da werden halt ganz unterschiedliche Leute drunter gesammelt. Manche verstehen sich als Journalisten, manche als Künstlerin, manche als, ich habe mal mit einer gesprochen zum Beispiel, die versteht sich als Unternehmerin. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe und die kann ich alle gleich behandeln, sondern das sind halt ganz individuelle Menschen mit individuellen Kanälen und individuellen Formaten, die sie haben. Und darum habe ich so eine komplett übergeordnete Strategie, funktioniert da glaube ich gar nicht, sondern das Wichtige ist, dass man sich gegenseitig irgendwie auf dem Zettel hat. Robert und Annalena besuchen tatsächlich auch mal Formate, Podcasts und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich würde jetzt gar nicht sagen, wir haben irgendwie wir machen uns natürlich Gedanken über sowas, aber wir haben jetzt gar nicht irgendwie die Influencer-Strategie. Aber stimmt es, dass das wichtiger wird? Also ich meine, auch in vergangenen Jahrzehnten gab es ja sowas Ähnliches in Wahlkämpfen. Günter Grass hat ja für die SPD-Wahlkampf gemacht zum Beispiel auch nichts anderes letztlich, nur andere Kanäle. Aber also stimmt mein Eindruck, dass das mehr wird, dass das zunimmt, so diese Kommunikation, politische Kommunikation letztlich außerhalb der Parteien, außerhalb der klassischen Kreise? Ich glaube, und das ist eigentlich was Schönes, dass die Politisierung allgemein zugenommen hat wieder. Also wir haben ja so ein paar Jahre irgendwie gehabt, wo sich niemand so richtig über Politik interessiert hat. Die Wahlkämpfe waren auch, um ehrlich zu sein, irgendwie extrem langweilig. Man dachte sich, naja, Merkel gewinnt. Blöd. Und ich glaube so seit 2017 hat es wieder angefangen, dass die Menschen privat auch über Politik richtig sprechen und streiten. Und auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass dann Leute wie Rezo oder so sich auch politisch interessieren. Warum auch nicht? Das sind ja auch Menschen. Und das dann auch auf ihre Plattformen tragen. Und von daher würde ich da sagen, ja, du hast recht. Es wird politischer. Und auch die Blogger, Künstlerinnen, alle werden politischer und äußern sich auch wieder politischer. Warum? Also woran würdest du es festmachen? Es hat sich was verschoben. Das hat angefangen mit diesen Fridays for Future-Protesten, mit den jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Denn die Klimakrise gab es ja schon vorher. Die gab es ja immer.
Und jetzt haben wir da aber eine komplette Generation, die irgendwie die Stimme erhebt und sagt, hey Leute, wir müssen wirklich was grundlegend ändern. Und ich glaube, das hat das ausgelöst, dass Leute anfangen, ja nicht nur über Klima, sondern auch über andere Dinge wieder zu diskutieren. Dadurch, dass irgendwie so eine ganze Bewegung an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, hey, jetzt müssen wir hier mal was machen. Mhm. Und kann man vielleicht auch vergleichen, so ein bisschen bei den 68ern war es auch, oder die Friedensbewegung, wo auf einmal Massen von Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hey Leute, hier stimmt was nicht und wir müssen hier grundlegend was ändern. Hat aber ja auch eine technologische Komponente, vielleicht weil man jetzt so Kanäle zur Verfügung hat, jede Kanäle zur Verfügung hat, um zu publizieren sozusagen. Und um sich Reichweite zu verschaffen. Ist das für Parteien eigentlich, also glaubst du, wird es die Parteien auch verändern in Zukunft oder die Parteien vielleicht sogar schwächen, wenn eben jeder einen Instagram-Kanal haben kann oder einen Twitter-Kanal und jeder, der Reichweite im Netz hat, selber zur politischen Meinungsbildung beitragen kann, viel stärker als früher? Ich glaube nicht, dass es die Parteien schwächen wird. Es kommt darauf an, wie die Parteien damit umgehen. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit diesen Menschen dann auszutauschen und im Dialog zu sein, was für Parteien meiner Meinung nach so oder so irgendwie wichtig sein sollte. Und ob wir das analog tun bei einer Bürgersprechstunde oder ob wir das im Netz tun mit den Menschen, ist eigentlich das Gleiche. Letzte Frage. Guckst du optimistisch oder pessimistisch auf die Entwicklung dieses politischen Diskurses? Ich finde das super, ich finde es total spannend, weil ich Diskurs im Allgemeinen immer gut und spannend und fruchtbar für die Gesellschaft und damit dann natürlich auch für uns als Parteien und als Menschen, die irgendwie Politik machen und für die Politik arbeiten, sinnvoll sehe, weil es einfach ein Riesenteil unserer Arbeit ist. Super, Dankeschön. Herzlichen Dank. Gerne.